die Fanten und sie geben euch den Rest. Vater Bommel, Mutter Bommel hauen fleißig auf die Trommel und Klein Bruno gibt noch seinen Senf dazu. Oh yeah, wenn du glaubst, das Schicksal nimmt einen komischen Verlauf, schau dir auf die Fanten an, die pfeifen einfach drauf. Und Baby Bruno, das bin ich. Sagen wir unentschieden, okay? Blödes Spiel. Keine Action. Ich bin Zauberer, der Destruktor. Ich habe zwei Laserkanonen mit 10.000 Megawatt. Ich habe einen Grizzlybären. Kinder gewöhnen sich an Gewalt als Kommunikationsmittel, sodass auch die sprachliche Verrohung immer mehr zunimmt. In diesem verkackten Laden können wirklich nur Blödmänner ihren Spaß haben. Warum? Unser Blödmann ruft. Das hier ist toll. Schau mal, klein Bruno. Das ist doch was Schönes. Das gefällt dir bestimmt. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding. Hm? Das ist aber lustig. Willst du es auch mal probieren? Das kannst du bestimmt. Nur Mut. Man ist aber auch nirgends vor seinen Bewunderern sicher. Also gut. Dankeschön. Der Applaus ist gerechtfertigt. Nicht schlecht, aber das Diss hinkt ein wenig im Allegro. Du willst es nicht haben? Was denn sonst? Bauklötze vielleicht? Oder einen lustigen Hampelmann? Oder... Oh nein! Ja, ja! Vater, was ist das denn? Das ist der technische Fortschritt, mein Kind. Wir haben jetzt Satellitenfernsehen. Mit diesem kleinen Wunderwerk kriegen wir endlich alle Programme rein, auf die wir bisher so schmerzlich verzichten mussten. Finnische Regierungsdebatten, japanisches Aerobic, den sibirischen Wetterbericht und italienische Fummelfilme. Natürlich müssen noch kleine Änderungen am Gerät vorgenommen werden. Die Bedienungsanleitung ist auf Japanisch. Kein Problem für einen alten Sushi-Esser. Da haben wir es ja schon. Was immer Sie auch tun, Fingel weg vom Gerät. Hallo? Ute! Na, so eine Überraschung. Wir haben aber lange nichts voneinander gehört. Ein Klassentreffen? Ja, natürlich bin ich dabei. Bei mir? Und morgen schon? Doch, doch, natürlich können wir das bei mir machen. Ihr wart ja auch noch nie hier. Ja, tschüss dann. Bis morgen. Der neue Minigolf GTI. Spielzeug für die Oberklasse oder Vernunftmodell für den Mittelstand. Vergessen wir doch einmal das atemberaubende Styling und beschränken uns nur auf die nackten Daten. Schon der Blick in den Motorraum lässt unser Herz höher schlagen. Zwei parallel angeordnete Sicherheitspedale, verbunden mit der stufenlos verstellbaren Hinterachse durch eine Kette aus kontinuitätsintensivem Edelmetall. Dieser Spezialantrieb des im Raumflug getesteten Schlagloch-Suchgeräts verursacht einen Brummsound, den gerade die Bären unter den Käufern zu schätzen wissen. Aufgrund des aerodynamisch extrem getesteten Backspoilers sind die Abgaswerte des Minigolf GTI gleich null, steigen allerdings an, wenn eine der Insassen Bohneneintopf gegessen hat. Insgesamt ein überzeugendes Fahrzeugkonzept, das ohne weiteres bis zu 150 Stundenkilometer schnell andere Fahrzeuge an sich vorbeiziehen lassen kann. Und nur noch ein Blick auf die Innenausstattung. Die optimale Volumenausnutzung ermöglicht die übersichtliche Anordnung der Armaturen. Man kann sie gut lesen, wenn man lesen kann. Überhaupt wurde Sicherheit großgeschrieben. Airbag, serienmäßig. Ja, das überzeugt. Alles in allem ein Wagen für Draufgänger und dynamische Jungmanager. Kurzum, für all jene Erfolgsmenschen, die keinen Geizkragen als Vater haben. Komm sofort darunter, Bruno. Das Auto ist viel zu teuer. Ah, der Herr hat Geschmack, wie ich sehe. Ein wunderbares Modell. Alles Handarbeit. Eine Investition fürs Leben. Nein, tut mir leid. Das kommt gar nicht in Frage. Dieses Auto ist viel zu teuer. Oha, mein Herr. Bei der Erziehung seiner Kinder sollte man aber nicht am falschen Ende sparen. Das könnte für Ihren Sohn fatale Folgen haben. Kinder sind von Natur aus labile Charaktere.
die bei Zurückweisung zu depressiven Überreaktionen neigen. Und das ist nur der Anfang. Der Depression folgt eine Phase voll aktiv ausgelebter Aggressivität. Am Ende stehen schwerste, irreparable psychische Schäden. Soll ich das Auto einpacken oder wollen Sie es gleich so mitnehmen? Nein, nein und nochmals nein. Dieses Auto ist viel zu teuer. Und wenn ich Nein sage, dann meine ich auch Nein. Hallo, Schatz. Du rate mal, wer morgen zum Kaffee kommt. Nicht jetzt, bitte. Ich hab die Nase voll für heute. Ich war mit dem kleinen Monster im Spielzeugladen. Eine Katastrophe, sag ich dir. Ich will mich jetzt nur noch in den Sessel setzen und in aller Ruhe die Sportschau sehen. Verbinden Sie Schaltgleis A und Schaltgleis B mit dem grünen Kabel. Vater, der Fernseher! Hey, hey, immer mit der Ruhe, kein Problem. Ich hab alles unter Kontrolle. Das ist eine Sache von Sekunden. Na bitte, sieht doch aus wie neu. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das? Auf allen Kanälen läuft das Gleiche. Na und? Wozu auch umschalten? Das ist doch sowieso das beste Programm. Also das kannst du einem alten Playboy glauben. Den Girls fällt glatt der Schnuller aus dem Gesicht, wenn wir mit dem Flitzer am Spielplatz aufkreuzen. Hey, was denn das? Das ist ja noch ein Fleck. So geht das aber nicht. Wir sind schließlich eine ordentliche Vorstadtfamilie. Da musst du wohl noch mal rübergehen. So, das hätten wir. Und jetzt das Wichtigste. Alright. Cool. Lust auf eine Probefahrt? Aber dreh den Motor nicht so hoch, okay? So eine Rennmaschine muss erst langsam warm werden, hörst du? Boah. Ich flipp aus. Wow. Honk. Wow, scharfe Braut. Meine Damen und Herren, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Greif den Zaster! Und hier haben wir auch schon unseren ersten Kandidaten. Herr Backmich kommt aus Wuppertal und ist von Beruf Hämorrhoidenzüchter? Nein, nein, das muss ein Irrtum sein. Das dachte ich mir. Ich komme aus Düsseldorf. Müssen wir uns diesen Quatsch angucken? Warum schalten wir nicht einfach um? Wir können nicht umschalten, Vater. Wir kriegen nämlich nur dieses eine Programm rein. Ah, jetzt kommt er wieder mit der alten Geschichte. Nun zur Bonusrunde. Als Preise winken eine Weltreise, eine Villa, eine Segeljacht und zwei Schlemmerbecher der Firma Joghurtmeier. Das ist unsere neue Ratewand, Herr Backmich. Aus welchem Bereich wollen Sie die Frage beantworten? Tja, ich nehme Karpfenzucht 100. Karpfenzucht 100, sehr gut. Hier kommt Ihre Frage. Wie groß ist die Schubkraft einer startenden Rakete unter Berücksichtigung der Erdanziehung? Diese Fragen sind doch ein Witz. Sowas beantworte ich in 0, nix. Natürlich, Vater. Ist doch sowieso alles Betrug. Natürlich, Vater. Siehst du den Dicken da mit dem billigen Toupet? Der hat einen Spickzettel. Ach, das ist der Moderator, Vater. Egal. Ich könnte das jedenfalls alles besser. Yeah! Haha! Get up! Hier kommt Good Old Bruno, der schärfste Ladykiller der Stadt. Und heute wirft er sich mal extra schick in Schale. Welches Outfit wird die Kleine von nebenan wohl am meisten antören? Aufdringlich sexy oder männlich cool? Ja, das ist es. Sportlicher Schnitt, gewagte Doppelverklebung und frecher Auslaufschutz. In dem Dress löse ich glatt eine Panik aus. Wie sieht's bei dir aus, alter Knabe? Ja, Schönheit muss von innen kommen. Geh mal ein Stück zur Seite, jetzt bin ich an der Reihe. Mein Gott, bin ich sexy. Nur meine Frisur ist etwas daneben. Die sieht ja aus, als wäre ich ein Baby.
muss ich doch was machen lassen. Na, wie ist das? Lässig ins Gesicht geföhnt. Unsagbar cool. Und unsagbar doof. Ich sehe aus wie Sascha Hehn. Mann, das ist schon besser. Afro-Look. Everybody dance like... Nee, alles gut. Irokesenschnitt? Auch nicht übel. Ey, Alter, hast du mal eine Mark oder was? Ja, das ist es. Pferdeschwanz wie Kalle Lagerfeld. Oui, Monsieur. Haute Couture, Monsieur. Auf in den Kampf, Kumpel. Jetzt ist die kleine Tanzmaus fällig. Och, warum hast du denn die schöne Musik ausgemacht? Was ist denn das für ein Gejaule? Das ist Mozart, du Kunstbanause. Es wird Zeit, dass wir uns mal um ein bisschen mehr Kultur bemühen. Hey, wo sind denn meine Zeitschriften geblieben? Die habe ich weggeräumt. Dieser Schund ist eine Schande für den ganzen Haushalt. Schund? Das sind wichtige Nachrichtenmagazine, mein Kind. Ach ja? Hund ohne Kopf beißt Hausfrau in Düsseldorf. Außerdem kommen heute meine Freundinnen zu Besuch. Da habe ich eben ein wenig umgeräumt. Ach, so ist das. Die Dame schämt sich. Die Freundinnen dürfen nicht wissen, wie wir leben. Aber das sage ich dir. Wir brauchen uns für nichts zu schämen. Wir sind eine ganz normale Familie. Juhu! Reichtum, Wohlstand, sorgenfreies Leben. Ich hab's geschafft, wir sind dabei. Wo sind wir dabei? Ich meine, was, wie, wovon redest du überhaupt? Ich hab uns als Kandidaten gemeldet bei Greif den Zaster. Du hast was? Ich hab uns als Kandidaten gemeldet bei Greif den... Ja, aber das ist doch Unsinn. Wie stellst du dir das vor? Wir gehen rein, wir räumen die Preise ab, wir gehen wieder raus. Ich glaube kaum, dass das so einfach geht. Denk doch mal nach. Wir sind ein tolles Team. Ich habe die Intelligenz, die Erfahrung, das Charisma und du hast ein Auto, das uns hinbringt. Okay, Honk. Die Süße sitzt da drüben und wartet auf den Mann ihrer Träume. Und hier kommt er schon. Du bleibst erstmal hier. Wer weiß, vielleicht steht sie nicht auf behaarte Kerle. Hallo Baby, ich bin's, der wilde Bruno. Und weißt du, warum er mich den wilden Bruno nennt? Weil ich hart bin. Hart und cool. Und wenn ich cool sage, dann... Honk, was für eine Frau. Vater, wo bleibst du denn? Ja, komm ja schon. Was willst du denn in der Karre? Aber wir wollten doch mit meinem Wagen fahren. Ich hab's mir überlegt. Wir nehmen den da. Ein Lastwagen? Du hast einen Lastwagen gemietet? Natürlich. Irgendwie müssen wir doch die ganzen Gewinne transportieren. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Das geht nicht. Das war nur Probe. Nochmal. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich. Sie liebt mich. Auch wenn immer dazwischen quatscht, dann kann ich mich auch nicht konzentrieren. Das ist ja auch egal. Ich gehe jetzt rüber und spreche sie an. Aber worüber redet man mit einer Dame? Politik? Umweltschutz? Sommermode? Natürlich! Man spricht über wichtige Kulturereignisse. Ich frage sie nach der letzten Folge von Ninja Turtle. Oh, ich pack's nicht. Ich kann sie nicht einfach so ansprechen. Aber ich weiß, ich schreibe ihr einen Brief. Fertig, Honk. Ich habe ihr meine Gefühle gestanden. Ich habe geschrieben, ich will sie heiraten. Ich habe geschrieben, ich will ein Kind von ihr. Honk. Das ist der Beginn einer langen Freundschaft. Naja, oder der Beginn eines bleibenden Hirnschadens. Ich
weiß nicht, vielleicht hätten wir doch einen größeren Laster nehmen sollen. Hör zu, Vater, wir sind hier nicht zu Hause. Mach bitte kein Theater und vor allem lass mich reden. Verstanden? Verstanden. Guten Tag, wir sind... Juhu, die Hauptgewinner, die Stars, die Top-Nummer des Abends. Auf gute Zusammenarbeit, junger Mann. Wir werden das Kind schon schaukeln. Nur nicht so schüchtern, sagen Sie ruhig, dass Sie ein Autogramm wollen. Sie sind sicher der Regisseur. Ganz ruhig bleiben. Und wenn Sie Fragen haben, kommen Sie zu mir. Na, Sie machen das schon. Ein Fernsehstudio hatte ich mir aber anders vorgestellt. Vater, das ist nur die Eingangshalle. Ach, Mahlzeit. Wir sind die Hauptgewinner. Wo geht's zu den Preisen? Immer der roten Linie nach. Das muss es sein. Ja, hier sind wir richtig. Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen. Ach, wie schön. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Du hast dich gar nicht verändert. Nehmt Platz. Fühlt euch wie zu Hause. Na, das dürfte wohl schwer fallen. Schön hast du es hier, Renate. Es ist so, so schlicht. Ach, lass mal. Es ist doch sehr nett hier. Und nun lass uns mal ins Wohnzimmer gehen. Das ist das Wohnzimmer. Ach. Lektion 1, Honk. Frauen erobert man mit Blumen. Pass mal auf. Blumen, darauf muss man erst mal kommen. Schau sich das einer an. Der dicke Norbert. Dumm wie ein Sack Mehl, aber schenkt meiner Verlobten Blumen. Na, das wollen wir doch erst mal sehen. Hallo Süße, eine kleine Aufmerksamkeit von einem Mann, der liebt. Wer sind Sie denn? Mein Name ist... Wir sind die Champions. Ach so, Sie sind die Trottel. Die Kandidaten. Naja, gut. Wo Sie schon mal da sind, kann ich Ihnen gleich sagen, wie die Show abläuft. Also, zuerst setzen Sie sich mal in unsere Ratekapsel. Und dann kriegen wir die Preise. Dann spielen wir die Erkennungsmelodie. Und dann kriegen wir die Preise. Dann wird der Moderator Sie dem Publikum vorstellen. Und wann kriegen wir die Preise? Na, erstmal müssen Sie die Fragen beantworten. Tolles Konzept. Wirklich clever. Haben Sie sich das ausgedacht? Hören Sie mal, junger Mann, was die Geldpreise angeht, das ist die Nummer meines Schweizer Bankkontos. Mein Sohn braucht davon nichts zu wissen. Bis letztes Jahr hieß ich Bockmann, Hoppenstedt, Schickimick. Ja, aber dann die Scheidung. Totale Krise. Sollte ich den Schickimick streichen oder nicht? Ich meine, man fühlt sich ja ganz nackt mit nur zwei Nachnamen. Das stimmt. Mit dem Namen hat man seine Last. Früher hieß ich noch ganz schlicht Klobig Geldsack Möhrenberg. Aber mein vierter Mann ist ein echter von Hasselmann. Da kann man ja nicht Nein sagen. Sag mal, Renate, wie heißt du eigentlich mit ganzem Nachnamen? Bommel. Huch?
Mein Pieper! Renate, ich muss dringend telefonieren. Alberto, ich bin's, Lülü. Ja, es ist so dringend. Waschen und legen und Dauerwelle, genau. Morgen Nachmittag, Alberto, du bist ein Schatz. Bus, bus. Ach, Termine, Termine, Termine. Das darf doch nicht wahr sein. Nein, danke, ich bin auf Diät. Na gut. Lecker. Ist das nicht der Kleine von nebenan, der da bei Lisa im Sandkasten sitzt? Ja, stimmt. Nette Familie, diese Bommels. Besonders der Vater, ein ganz seriöser Typ. Das retten wir, Herr Bommel. Sie sind fertig. Wie sehe ich denn aus? Wieso? Sind Sie denn nicht die Travestienummer? Ich bin der Game-Show-Kandidat. Ach, mir sagt ja auch keiner was. Wo bleibst du denn, wir? Teufel auch. Ich hab deiner Mutter immer gesagt, sie soll dich nicht mit Puppen spielen lassen. Nun mach schon, Süßer. Die Show beginnt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu einer neuen Folge von Greif den Faster. Unsere heutigen Kandidaten sind Vater und Sohn. Paul Bommel ist Angestellter in einem mittelständischen Betrieb. Sein Vater war Eisbärenjäger in der Antarktis und Astronaut im Apollo-Projekt. Jetzt jobbt er als Stuntman in Rambo-Filmen. Okay, das Spiel beginnt. Es geht um 100.000 Mark. Vater, davon ist doch kein Wort wahr. Du meinst, es geht gar nicht um 100.000 Mark? Und da haben wir auch schon die erste Frage für unsere heutigen Kandidaten. Sie lautet... Wie heißt die Hauptstadt von Gambia? Das weiß ich. Bogo Bogo. Ja, das ist mein Partner, Leute. Wir gehören zusammen. Dieser Goldjunge ist mein Sohn. Die Antwort war falsch. Er ist nur adoptiert. Die nächste Frage müssen Sie nun unbedingt beantworten, wenn Sie noch eine Chance auf das Superspiel haben wollen. Welchen Umschlag nehmen Sie? A, B oder C? Umschlag A. Das ist richtig! Sie haben nun 4.000 Mark auf dem Konto. Wollen Sie das Geld nehmen oder riskieren Sie alles im Superspiel? Wir nehmen das Geld, Vater. Das ist eine sichere Sache, okay? Okay. Wir riskieren alles! Und dann sagte ich zu meinem Mann, Hermann, sagte ich, wer nur 500.000 Mark im Jahr verdient, der kann zum Frühstück keine Wachteln verlangen. Meiner ist genauso. Er könnte als Zahnarzt bestimmt mehr als die 1 Million nach Hause bringen, wenn er nur mal eine zweite Stunde am Tag arbeiten würde. Und womit verdient dein Mann sein Geld, Renate? Tja, mein Mann... Mein Mann ist jetzt beim Fernsehen. Oh, beim Fernsehen. So, so. Apropos Fernsehen, mach doch mal an, da kommt gleich der Skiwetterbericht. Wir kommen jetzt zum Superspiel. Die Kandidaten spielen um 1 Million Mark. Hier kommt die Frage. Sie haben 10 Sekunden Zeit. Wie viele Motoren hat ein 4-motoriges Flugzeug? Ja, meint sie vor oder nach dem Start? Ist das nicht der Bommel, der für dich arbeitet? Für mich arbeitet, gearbeitet hat. Sag mal, ist das nicht der Vater vom kleinen Bruno? Hm? Komm ins Haus, Lisa. Renate! Um Gottes Willen. Oh. Das war ein wunderschöner Tag. Das war ein Tag, wie ich ihn mag. Ja, was haben wir gelacht? Ja. Applaus für Bernie Möwenspeck, den letzten Kandidaten in unserem Talentwettbewerb. Wir kommen jetzt zur Abstimmung.
Also diese Schlagerwettbewerbe, da machen doch nur Flaschen mit. Das könnte ich jedenfalls viel besser. Halt den Mund, Vater!